Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Unser Raumschiff Erde. Heute möchte ich euch was über die Plattentektonik erzählen. Die Plattentektonik besagt, dass die äußere Erdhülle in Lithosphärenplatten, also umgangssprachlich Kontinentalplatten, gegliedert ist. Sie liegen auf der Erde und schwimmen sozusagen umher, allerdings in einer extrem langsamen Geschwindigkeit. Die amerikanische und die europäische Platte zum Beispiel driften im Jahr ca. 3 cm auseinander. Dass wir uns auf Steinschollen bewegen, kann man an Verfaltungen in den Gebirgen sehen. Erdformationen werden einfach gedreht durch den Druck, den die Platten aufeinander ausüben. Das bekannteste Gebirge ist der Himalaya, mit dem wohl bekanntesten Berg, dem Mount Everest. Die Drift der Kontinentalplatten kann man aber auch am Vulkanismus erkennen. Dort, wo Meeresplatten und Kontinentalplatten zusammendriften, entsteht ein hoher Druck, wobei die Meeresplatte ist schwerer als die Kontinentalplatte. Das heißt, die Kontinentalplatte setzt sich über die Meeresplatte und dadurch entsteht dann ein Gebirge und der Vulkan. Und der Vulkanismus, Entschuldigung, war gerade ein Haker drin. Da die ozeanische Platte sich absenkt, gibt es kaum Meeresboden, der älter als 65 Millionen Jahre ist. Durch das Aufeinanderprallen der Platten können auch starke bis sehr starke Erdbeben entstehen, die für uns, für die Menschheit manchmal nicht so einfach zu handeln ist. Die kontinentalen Platten wandern ja sehr langsam, waren aber ursprünglich mal an ganz anderen Stellen. So gibt es den uralten Superkontinent Pangäa. Dort lag Europa in der Nähe der äquatorialen Zone. Und dort wurde auch der Grundstein gelegt für unsere heutigen Kohlevorkommen. Riesige Wälder starben ab, indem sie überschwemmt wurden, und dann wurden sie verdichtet und immer weiter verdichtet bis zu unserer heutigen Kohle. Die Plattentektonik dauert bis heute an und wird noch weit bis in die Zukunft andauern. Es wird vermutet, dass Europa weiter Richtung Nordosten driftet, da die afrikanische Platte von unten von Süden drückt. So wird das Mittelmeer in einigen Millionen Jahren Geschichte sein. Auf ihre ganz eigene Art und Weise lebt die Erde, und wir haben das Glück, dass wir uns das anschauen dürfen.